Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Aktientalk Podcasts. Heute mit einer Premiere, denn Michael und ich hatten einen Gast bei uns. Florian Söllner vom Aktionär hat uns über 60 Minuten Rede und Antwort gestanden zu aktuellen Themen, vor allem ebenso bei den High-Growth-Aktien, auch KI. Da sind wir mal ganz speziell auf die Bewertung von Wachstumsunternehmen eingegangen, aber eben auch so die Situation von einzelnen Unternehmen, die viele Leute gerade interessieren. An der Stelle noch ein kurzer Hinweis. Leider hat es in der ersten Hälfte des Interviews etwas Tonprobleme gegeben. Im Hintergrund ist wie so ein Klacken regelmäßig zu hören. Wir haben es leider nicht komplett rausgefiltert bekommen. Nur an der Stelle dieser kurze Hinweis. Am Ende des Interviews war es dann nicht mehr zu hören. Nur falls ihr euch wundert, eben es ist uns auch dann aufgefallen, aber leider erst hinterher, als alles abgedreht war und die Filter konnten leider nichts alles beseitigen. So, nun wünschen wir euch aber natürlich trotzdem viel Spaß bei dem Interview und sind auch auf euer Feedback gespannt. Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Goldesel Meets Investflow. Heute Folge 1 eines kleinen Specials. Wir hatten es ja schon mal angekündigt, dass wir auch mal den ein oder anderen Gast mit reinnehmen wollen. Und heute ist es soweit. Wir haben den Florian Söllner mit dabei. Er stellt sich gleich auch nochmal vor. Aber bevor es losgeht, damit wir richtig warm werden, hauen wir direkt mal so ein paar ganz schnelle Fragen raus, damit wir schon mal wissen, wie der Florian so tickt. Deswegen fange ich mal an, Flo. Also du kannst einfach mal ganz schnell antworten, wie du die ganze Sache siehst. Und ich fange mal ganz easy an. Das interessiert, glaube ich, die meisten. Jahresend-Rally oder Jahresend-Crash? Fiese Frage. Also eher skeptisch. Crash würde ich nicht sagen. Skeptisch, okay. Und Wachstumsaktien oder Dividendenaktien? Wachstum. Tesla oder BYD? BMW, okay. China, größere Chancen oder eher größere Risiken? Langfristig Chancen. Okay. Bitcoin oder Gold? Bitcoin. Okay. Und dann KI, ist das eine riesige Blase oder ist es ein langfristiger, nachhaltiger Trend? Langfristig sehr, sehr sinnvoll für uns alle und ein guter Trend bis 2030 und cool. Okay, und dann noch als letztes vielleicht Thema deutsche Nebenwerte. Ist es hier aktuell weiter Risiko oder siehst du Chancen? Ist aktuell wirklich schwierig, aber die Chancen beginnen. Top, ja super, da haben wir doch schon mal die ersten Eindrücke von dir erhalten. Super, ja, es ist immer schwierig. Ich hatte es auch schon mal das Thema, dass man da nicht ganz so einfach plump das eine oder das andere sagen kann, denn wo Risiken sind, sind auch Chancen und umgekehrt. Deswegen sind die Fragen schon ein bisschen fies. Aber du kannst ja gerne mal vielleicht nochmal zwei, drei oder vielleicht auch ein paar mehr Sätze sagen zu dir, wie überhaupt so dein Background ist, wie du zur Börse gekommen bist und ja, was du vielleicht auch schon ganz kurz so alles erlebt hast. Vielleicht auch ganz kurz so was war so dein größter Erfolg oder dann auch mal so da, wo man mal daneben gelegen hat, kannst du gerne mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Genau, ich bin schon vor über 20 Jahren eingestiegen als Quereinsteiger-Studiumabbrecher in ein Börsen-Startup quasi zur Jahrtausendwende in Berlin und da gleich mal alles als junger Mensch miterlebt. Großer Hype damals ja auch in der Internetbranche, dann aber auch Crash und da ging einiges schief. Hab dann einiges erleben dürfen im Nachgang gesehen, war es auch positiv in Berlin und Wien. Bin dann nach Kulmbach irgendwann zurück, sozusagen nach Bayern, nahe meiner Heimat Fichtelgebirge. Und da arbeite ich jetzt auch schon wieder deutlich über ein Jahrzehnt in Kulmbach bei der Aktionär. Und da Erfolge gibt es immer mal wieder, aber nur wenn man dabei bleibt. Die Krisen gibt es ja auch immer wieder. Was ich natürlich gelernt habe, damals schon als junger Mensch, der dann irgendwo auch im Hype damals eingestiegen ist, ist einfach durchzuhalten, dabei zu bleiben. Und dann 2003 gab es schon mal die wirklich großen Schnäppchen, die Chancen, die ersten Aktien, die sich verzehnfacht haben. Und natürlich Bitcoin fällt mir da ein als große Chance und als große Geschichte, wo es auch genau das war, was ich liebe, dieses Contrarian, wenn alle abwinken und dir ins Gesicht springen, wenn du es nur erwähnst. So war das 2015, das Thema Bitcoin war ja zu dem Zeitpunkt richtig totgesagt, mehr als jetzt mal wieder. Und daran trotzdem sich Contrarian zu trauen, vielleicht weil man auch Bücher gelesen hat von Lynch, Buffett, Jesse Livermore, empfehle ich Jungen immer gerne, dann
doch drauf zu setzen und gerade deswegen drauf zu setzen, weil kein anderer mehr investiert ist und alle, die noch rein wollen, erst rein müssen. Das ist so ein bisschen das Rezept, was dann doch immer wieder hilft, langfristig zu überleben in der nicht einfachen Börse, aber immer spannenden Börse. Ja, ich glaube, das ist eh das Wichtigste, ne? Dass man nicht immer in der Schwächephase wieder die Flint ins Korn wirft. Das machen ja leider sehr, sehr viele. Und vielleicht hast du ja sogar heute auch noch einen Contrarian-Tipp dabei, wo aktuell keiner was von wissen will, der aber dann vielleicht in den nächsten Jahren, gut, Thema deutsche Nebenwerte ist ja aktuell so ein Thema, wo aktuell keiner was von sehen will. Wir haben ja, glaube ich, auch ein, zwei Werte da aus dem Bereich dabei, wo es vielleicht ganz spannend ist. Genau. Und Daniel, du hast, glaube ich, jetzt noch mal eine Frage. Der Flo ist ja hier vor allen Dingen im Bereich auch Hotstocks aktiv. Dazu, glaube ich, auch noch eine Folgefrage zu. Genau, ja. Also eben, man kennt dich ja hauptsächlich auch von YouTube so in Nebenwerte, Hotstocks-Bereich. Da ist natürlich immer eine Frage, die viele Leute stellen. Viele der Unternehmen haben gar keine Gewinne und tun sich dann schwer, weil ja, gerade bei uns in Deutschland, KGV ist natürlich immer so mit die beliebteste Kennzahl. Wie bewertest du denn selber Hotstocks, wenn du die dir anschaust? Gerade natürlich im Hinblick, wenn keine Gewinne da sind, dann hat man einen KUV, vielleicht ein bisschen operatives Ergebnis. Wie gehst du daran? Gibt es bestimmte Zahlen, die du anguckst, oder doch deutlich mehr das Geschäftsmodell? Erzähl uns da mal ein bisschen was dazu, genau. Genau, am Ende geht es, das darf man nie vergessen, auch wenn man in Zukunft investiert und in Hotstocks und in Wachstumsaktien, geht es immer darum, um den Gewinn, immer um die relative Bewertung. Am Ende muss die Firma das den Aktionären zurückzahlen. Das haben manche oft vergessen. Und selbst wenn ich jetzt Beispiel in ein Startup wie Ehang investiere, das erst aufbaut, die Passagierdrohnen, da muss aber absehbar sein, dass es funktionieren kann. Und Betonung auf kann, Startups heißt große Chancen. Ich glaube, das bekannteste Startup, über das ich mal geschrieben habe, 2011 schon, da waren ja auch noch keine Gewinne da, das war Tesla. Später war ich dann zu früh dann auch wieder skeptisch, weil es dann zu hoch geflogen ist. Aber das zeigt, was aus einem Startup geschehen kann. Deswegen ist der Reiz groß. Aber klar, da gibt es oft keine Zahlen. Als erstes gibt es dann noch das KUV und richtigerweise muss man das Management gucken, es muss einfach glaubwürdig sein, weil Versprechen kann jeder abgeben, beziehungsweise indirekt sind ja auch einige Analysten mal gekauft, die tolle Planzahlen veröffentlichen. Ja. Wenn das ist wichtig, gibt es dann das Management und auch den Willen, das zu erreichen, auch nach Rückschlägen, weil jedes Startup und das erfolgreichste Startup, wie Tesla ja am Ende auch eins war, hat massive Rückschläge immer wieder hinnehmen müssen. Gibt es da irgendwie einen speziellen Tipp, den du zum Beispiel gerade Management, das ist für mich persönlich auch wichtig, egal wie groß das Unternehmen ist. Du hast natürlich jetzt auch oft gute Beziehungen, auch zu CEOs oder so. Das hat jetzt natürlich nicht jeder Kleinanleger. Wenn du jetzt da aber mal so einen Tipp geben könntest, wie kann man sich über ein gutes Management informieren? Was ist das so deine Herangehensweise? Sind das auch irgendwelche Management-Kennzahlen, Return on Assets beispielsweise, dass man sich die Bilanzen anguckt oder vielleicht eher irgendwie ein Interview, Earnings Call, was würdest du sagen, wie erkennt man gutes Management, vor allem bei kleinen Unternehmen? Der Michael winkt schon. Ja. Ganz kurz dazu aufgreifend oder vielleicht allgemein dann Informationsquellen, ja, das ist ja eh auch so ein ganz großes Thema bei Nebenwerten. Dann guckst du alles auf der Website an, ich glaube X beziehungsweise Twitter hat ja da auch immer viele Informationen oder was sind da insgesamt so deine Quellen, wo du dich, wo du deine Ideen herholst? Genau, also gut, grundsätzlich ist es natürlich schon wichtig, dann trotzdem ranzugehen an die Primärquellen, also auf die Homepage, Investor Relations, auch mal in die Bilanz reinzugucken. Es gab Zeiten, da hat keiner mehr in die Bilanz geguckt, da war einfach die Story wichtig an der Börse, aber die Zeiten, glaube ich, beginnen in der Rezession in Deutschland wieder, dass man gucken muss, was ist da drin an Assets. Und klar, Management, durchaus mal angucken und auch den Track Record, klar. Und klar ist es für Journalisten einfacher, mal mit dem Vorstand zu sprechen, was wir auch tatsächlich sehr gerne machen. Und man bekommt immer ein Gespür. Klar darf der nichts verraten, der darf ja uns nicht mehr verraten als anderen. Aber dieses, man kann ja schon ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, versuchen, Menschenkenntnis, man liegt auch oft mal daneben. Da gab es mal ein Beispiel schon lange her, da habe ich mal einen Vorstand, ein gestandener Vorstand von einer großen deutschen Firma, MDAX war die, glaube ich, sogar erzählt, wie toll es sei, die Planzen erreicht werden, aber plötzlich hat er angefangen zu stottern. Da wusste ich schon, irgendwas ist komisch. Ein Tag später kam bei der Firma, die im KGV von unter 10 hatte, die Insolvenzmeldung. Das mal als Extrembeispiel. Und trotzdem würde ich auch Kleinanlegern raten, man kann da einfach die Investor Relations mal anrufen. Das habe ich in meiner Anfangszeit auch gemacht, als mich noch keiner gekannt hat. Dann spricht man halt nicht direkt mit dem Vorstand, wobei bei sehr Kleinen, die oft sogar ans Telefon geht.
und man kann sich da auch mal einen Eindruck abholen. Also es gibt da schon Möglichkeiten, da sich ein bisschen zu interessieren, macht durchaus Sinn. Es ist natürlich leichter bei einer deutschsprachigen Firma oder bei einer europäischen Firma als bei einer chinesischen, was das Risiko dann da nochmal klar wird, je weiter man weg investiert. Ja, das China. Das ist mir übrigens auch ja aufgefallen bei Bechtle zum Beispiel, den hatten wir auch mal ein Event oder auch, ich glaube, 2G Energy und so, da kannst du wirklich, die sind sogar, die freuen sich sogar, wenn du dort bei denen, bei den Investor Relations als Privatanleger anrufst und dich informiert und die geben dir auch ordentlich Auskunft, ob das natürlich dann dir weitere Insights bietet oder ob es halt nur ein bisschen Infomaterial ist, das sei mal dahingestellt, aber auf jeden Fall kann man das nutzen, ne? Das finde ich auch, sollte man echt machen, ne? Wenn man sich zumindest für ein Unternehmen sehr stark interessiert. Ja, absolut, das darf man vergessen, sorry. Das ja, ich war als Junger, wenn ich 20 Jahre zurückblicke, da war ich ja auch noch nervös, da anzurufen bei einer großen Firma. Aber am Ende ist die Firma ja froh, dass es Aktionäre gibt, die in die Firma investieren. Das ist ja immer für beide Seiten positiv. Und da ist jeder Kleinaktionär oder Privataktionär, der auch groß sein kann, für die Firma einfach sehr, sehr wichtig. Und daher sind da die Türen, denke ich, bei einer guten Investor Relation immer offen für alle Aktionäre. Das finde ich auch einen guten Tipp. Da kann ich euch nämlich mal ein Beispiel aus der nahen Vergangenheit nennen. Das gilt nicht nur für kleine Unternehmen. Jemand aus meiner Community hat PayPal tatsächlich angeschrieben, was da aktuell los ist. Und der hat wirklich eine relativ ausführliche Antwort dann auch dazu bekommen. Also man muss sich da einfach nur trauen, verlieren kann man ja nichts. Und die meisten Unternehmen sind da relativ kommunikativ mit einem. Wie ihr gesagt, es ist natürlich schwierig, die dürfen keine Infos nennen, die sowieso nicht bekannt sind, aber da wurde vor allem eben auch gefragt, hey, was ist da los, auch managementtechnisch und so, und da gab es wirklich recht ausführliche Antworten, also wirklich ein guter Tipp, auch bei großen Unternehmen, ruhig mal probieren, meistens bekommt man eine Antwort. Ja. Also schreiben wir nachher mal Mark Zuckerberg an, oder wie es aussieht. Wie die Brillen laufen. Okay, genau. Wir hatten ja noch als Folgefrage vielleicht, es geht ja auch schon jetzt so ein bisschen um diesen ganzen Themenbereich KI. Ich glaube, die ganz große Schwierigkeit ist aktuell, also ich bin auch der Meinung, dass das Thema erhalten bleibt. Und das ist ganz normal, dass bei solchen Themen teilweise erstmal übertrieben wird. Und das hatten wir auch schon beim Thema KI, dass alles, was irgendwie mit KI zu tun hat, hochgejubelt wurde. Jedes Unternehmen hat auf einmal behauptet, sie sind ein KI-Unternehmen. Ja, das ist ja wirklich verrückt, was da teilweise gemeldet wurde. Aber wie ist denn deine Meinung? Was sind denn wirklich jetzt so vielleicht Stand heute oder in den nächsten Jahren dann die größten Profiteure du hast ja gesagt, in welchem Geschäftsmodell wird denn wirklich dann irgendwann auch Geld verdienen, weil aktuell haben wir ja im Endeffekt den großen Gewinner Nvidia und alle anderen haben zwar viel vor, aber so richtig viel kommt tut er ja nicht, oder, mit dem Thema KI. Genau, gut, wenn man es jetzt mal vergleicht mit Blockchain, was ja ehrlich ähnlich gehypt war, ist KI für mich eine ganz andere Nummer und tatsächlich sehr relevant. Gibt es ja Aussagen, klar, es ist erstmal nur eine Aussage, dass 50% der normalen Programmiertätigkeiten ersetzt werden durch die KI. Also sprich, man spart sich dadurch auch sehr viel Kosten und Mitarbeiter, die ja ohnehin knapp sind, Fachkräfte können besser und für weitere neue Produkte eingesetzt werden. Und es gibt ja schon konkrete Aussagen, Beispiel Meta, Zuckerberg haben wir jetzt wieder, die jetzt schon ganz konkret laut Nvidia im Analystencall zweistellig einfach mehr Umsätze rauskitzeln, indem sie per KI einfach Werbung bei Instagram beispielsweise besser platzieren. Ich glaube, das ist tatsächlich, klar, KI gibt es natürlich auch schon länger. Das geht schon seit Jahren voran. Durch ChatGPT ist das plötzlich jedem bewusst geworden. Aber tatsächlich ist es Fakt, dass viel mehr Firmen und jeder CTO und Technikzuständige jetzt gefragt wird von seinen Aktionären, was macht ihr im Bereich KI? Jeder interessiert sich dafür. Bei manchen Anwendungen dauert es noch. Aber ganz viele starten jetzt einfach durch Palantir mit einer neuen Plattform. Sagt mir auch der Dach-Top-Manager, hatte ich im Gespräch sehr viel Interesse. Lange nicht mehr nur Defense, sondern auch zivil. IBM hat mal gesprochen, sehr spannendes Gespräch, die eben auch die neue Plattform jetzt im Sommer erst gestartet haben und schon über 100 Firmen im deutschsprachigen Rahmen im Beta-Test haben, die jetzt natürlich danach gucken müssen, wo genau macht Sinn. Ist es jetzt die Medikamentenforschung? Ist es Chatbots besser einzusetzen? Die Möglichkeiten sind da vielfältig, aber die Möglichkeiten sind tatsächlich da, weil ja auch die Computerchips so viel besser werden. Und da ist ganz klar platziert Nvidia,
Die haben ja seit 2015 auf der Empfehlungsliste im Aktionär Hotstock Report, berichte ich ja da immer drüber. Und das wird einfach der Platz hier bleiben. AMD und Co. versuchen es, aber man hört und liest immer wieder, da auch wenn ich mal ein KI-Startup spreche, die sagen, klar gibt es Chipsets von Intel, AMD, aber die Software drumherum, die ist eben etabliert von Nvidia. Ich denke, operativ ist da noch viel möglich, wird noch viel Positives passieren. Aber du hast es angerissen, da bin ich voll bei dir. Die Frage ist, wurde es an der Börse vielleicht schon zu sehr gehypt? Ich habe jetzt ganz frisch auch gestern gesprochen mit einer Firma, die Nvidia-Chips einsetzt und Intel-Chips. Die sagt zum Beispiel, die Chips bekommt man wieder. Also sprich, der große Run und die Preissteigerungen dürften vielleicht auch mal ein bisschen abebben. Also sprich, operativ wird es uns sehr viel auf der Gesellschaft Vorteile bringen, mehr Wohlstand. Aber Aktien wäre ich mal ein bisschen vorsichtig, vielleicht mal Gewinnmitnahmen, vielleicht mal eher auf Nachzügler setzen. Ja, vor allen Dingen, weil Nvidia jetzt ja auch selbst von Microsoft und Co., glaube ich, Konkurrenz bekommt. Ne? Microsoft, ja. Die zahlen ohne Ende Schweinegeld für die Chips. Ne? Und ich glaube, das geht denen alles auch so ein bisschen gegen den Strich. Und versuchen natürlich jetzt alle selbst in dem Bereich was zu entwickeln. Ich bin ja auch eher so ein bisschen jetzt auch mit den Exportbeschränkungen und so. Ne? Vielleicht auch Nvidia eine Aktie. Tolles Unternehmen, aber über eine Billion MCAP, boah, das ist schon, da ist schon sehr, sehr viel Positives eingepreist, ne, aktuell. Das ist halt echt schon ziemlich ordentlich. Ne? Also, ja, Software-Sektor, ne, Daniel, was denkst du? Also Halbleiter, Nvidia-Platze, Software-Sektor. Wir haben ja auch noch das Thema dann Alphabet, Meta ist ganz vorne mit dabei. Die schaffen es irgendwie immer am besten, die Monetarisierung voranzutreiben. Jetzt auch wahrscheinlich wieder mit KI. Also irgendwie ist Meta dort besser aufgestellt als alle anderen Plattformen, die zwar viele Nutzer haben, aber die es nicht schaffen. Mir fällt da immer zum Beispiel Snap ein. Da gab es ja auch wieder vor ein paar Tagen. Even Spiegel hat wieder was Positives rausgehauen, wie stark sie wachsen wollen und so weiter. Aber irgendwie sieht man bisher ja nie was. Ja? Das ist echt, keiner verdient richtig Geld außer Alphabet und Meta, ne? Mit Werbung und Amazon mittlerweile, die Großen. Absolut. Also die Marktstärke ist da schon immens. Das ist in gewisser Weise auch Basisinvestments. Alphabet ist gut, hast du genannt, auch beim Selbstfahren übrigens vorne. Im Bereich Drohnen macht man auch Fortschritte, aber klar, das Kerngeschäft ist die Werbung und die wird besser. Und Meta-Chef Zuckerberg, der übrigens jüngst mit Friedman ein Interview gegeben hat, das erste Metaverse, wo es wirklich funktioniert. Die haben dann zwar quasi Brillen auf, fühlen sich aber, als wenn sie sich gegenüber sitzen. Bei uns funktioniert es gerade ja auch sehr gut, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich könnte dich greifen. Da ist noch ein Handy zwischen uns, aber das ist, da geht es schon auch dank KI natürlich und Nvidia-Chips bei Meta hauptsächlich in die richtige Richtung. Du sagst es, gerade profitieren hauptsächlich die Großen. Es ist natürlich auch ein bisschen der Vorteil, weil du für bestimmte KI-Modelle immense Rechenleistung brauchst, was sich kleinere Firmen gar nicht leisten können. Hinzu kommt, gerade in Europa, gibt es ja Regulierungen, noch ganz neu auch nochmal, was es für Startups noch schwieriger macht, den ganzen Regulierungsverwaltungsaufwand, die Angst vor der KI entsprechend da zu begegnen. Da haben es dann die Großen leider, sage ich mal, leichter. Ja, genau. Also wir hatten es ja schon gesagt, dass bei den Großen natürlich viel auch im Verborgenen ist. Wir wissen ja auch bei Alphabet, da haben wir noch so DeepMind und so im Hintergrund, wo man so gar nicht weiß, wie groß die Auswirkungen aktuell sind, weil das ist ein Unternehmen, das eigentlich kein Geld verdient. Ja, aber du hast jetzt schon ein super Unternehmen eigentlich in diesem Jahr genannt, woran viele auch so ein bisschen den Hype-Blase dran festmachen, das ist Palantir, da eigentlich die Wachstumsstory dieses Jahr nicht wirklich zu sehen war, wenn wir uns mal anschauen, zuletzt 13% Umsatz plus. Das klang vor einem Jahr, anderthalb Jahren, hat man noch, ja, Alex Karp, groß getönter CEO, 30% CAGR bis mindestens 2025 und Net Dollar Retention im freien Fall. Deswegen, ich bin sehr skeptisch. Du hast selber nämlich auch mal gesagt, ja, Alex Karp heizt nämlich gerne an. Es ist aktuell natürlich ein sehr spannendes Umfeld eigentlich, schon seit der Ukraine-Krise. Man hat jetzt aber noch nicht viel gesehen. Es gab jetzt mal so, ja, einen ersten großen Auftrag, den man jetzt mal wieder so verlauten konnte. Ich glaube, eine Viertelmilliarde ging es da drum.
Was macht dich Palantir aus? Ich finde nämlich, sie haben aktuell erstmal noch nicht so viele Beweise geliefert, dass sie jetzt wirklich dieses KI-Profiteurunternehmen sind, weil von der Ukraine-Krise auch am Anfang hat Alex Karp gesagt, sie sehen sich da als der große Profiteur. Da hat man, finde ich, nichts davon gesehen. Wie siehst du aktuell so die Situation von Palantir? Wird es jetzt wieder größere Wachstumsraten geben? Genau. Das würde mich mal interessieren. Das ist eine sehr gute Frage, weil ich das ja auch verfolge mit Spannung und die Aussagen von Karp waren ja eine Vervielfachung des Interesses, was ich ihm irgendwo auch glaube. Aber am Ende müssen die Firmen dann auch viel Geld in die Hand nehmen, um zu investieren. Und gerade wenn wir sprechen vom Militär, dauert es wahrscheinlich noch mal länger. Was wir übrigens auch ganz frisch hatten, und da hatte ich ja auch mit einem Palantir-Dachmanager gesprochen, als zum Beispiel alles vorbereitet war. Deutschland wollte ja Palantir einführen bei der Polizei, die Bundesländer insbesondere, weil genau dieses System verhindert hätte den Anschlag am Breitscheidplatz und weil man dann Schleuser endlich auch mal einen Haftrichter vorführen kann, weil man dann weiß, hinter diesem Nickname, dank der Big Data, des Big Data Know-Hows, kann man den überführen, wurde ja von Nancy Faeser abgeblockt. Also sprich, ich erzähle das auch deswegen, weil ich glaube, der Wind dreht. Also durchaus möglich, dass vielleicht doch noch Länder wie Deutschland, die jetzt aus welchen Gründen auch immer Angst haben davor, sehen, die Sicherheit nimmt ab, beziehungsweise die Bedrohung nimmt zu und vielleicht doch nochmal was macht. Aber grundsätzlich ist mein Verständnis, was ich so aus dem Gespräch da rausgezogen habe, und Palantir ist ja eigentlich sehr geheimnisumwittert, aber die haben doch ganz ehrlich gesagt, Interesse ist da, aber es muss natürlich überführt werden. In den USA nochmal deutlich mehr als in Europa, wo Firmen einfach immer skeptischer sind bei Neuerungen. Aber um es jetzt mal auf ein Fazit zu bringen, ich glaube, ja, dass wir das Wachstum sehen werden. Es ist auch in gewisser Weise natürlich ein Glaube ans Management, weil am Ende kann man nicht so genau reingucken, was da dann wirklich wann kommt. Aber du hast gesagt, wir haben einfach neue Konflikte. Palantir hat ja auch ein Büro in Israel offenbar verwendet, laut Berichten auch schon Israel einige Funktionen von Palantir, und jedes Land muss in Defense investieren und Palantir macht ja 50% schon zivil auch. Und ich glaube, da kommt noch was, ja. Und sieht da für mich technisch, charttechnisch vernünftig aus und würde ich eher derzeit auf Kauf einschätzen, wenngleich sie auf KGV-Basis Stand jetzt eher teuer ist. Sicherlich kein Schnäppchen. Also direkt im Depot 2030 haben wir zum Beispiel auch sozusagen KI konservative Player-Plays wie Intel oder IBM, die vergleichsweise unten liegen, vergleichsweise moderat bewertet sind, aber auch KI-Rückenwind erfahren. Ja, KGV finde ich bei Palantir auch ein bisschen schwer. Für mich sind sie nämlich ein Unternehmen, das noch nicht profitabel ist, auch wenn sie selber sagen, denn ohne ihre Zinseinnahmen wären sie aktuell noch nicht profitabel. Das operative Income, das liegt bei 10 Millionen. Also das ist natürlich, ja, die Story, also 20 Jahre haben sie jetzt gebraucht, bis sie mal so, ich sage jetzt mal Break-Even, würde ich es jetzt mal vorsichtig behaupten. Ich bin gespannt, ja, weil das Problem habe bei Palantir auch, wir haben ja über Management vorher gesprochen, du hast es so schön gesagt, ein bisschen das Fähnchen im Wind, das habe ich so bei Palantir, beim Management auch immer so das Gefühl gehabt, die letzten 2 Jahre. Das ist eine Aktie, mit der ich mich intensiv immer beschäftigt habe und eben dann hieß es erst, ja, wir wollen jetzt eigentlich mehr weg von der Regierung, von den Regierungsaufträgen, wir sehen uns da auch sehr stark eben in den Business-Bereichen. Ich finde aber eben vor allem, wenn ich mir die Net Dollar Retention anschaue, ja, hat man nicht so das Gefühl, dass es so gut ankommt bei den Bestandskunden. Und ich bin da mal wirklich gespannt. Jetzt habe ich so wieder das Gefühl, jetzt dreht man wieder mehr auf den Defense-Aspekt. Also für mich dreht sich das Ganze immer so, was gerade gut ankommt. Eben jetzt in den letzten 2, 3 Quartalen, da war ja dann eben immer wichtig, wie profitabel sind die Unternehmen, sparen sie an den Kosten. Dann hat man jetzt natürlich Net Income auf Gap-Basis. Das hat man dann ganz groß, ganz pompös dann dargestellt, aber auch mit vielen Tricksereien, wie ich finde, auch in der Investor Relations, da wird immer die Share-Based Compensation überall rausgerechnet. Ich bin wirklich gespannt, ja. Es ist natürlich eine amerikanische Firma und da sieht man, dass immer alle, fast alle begeistert sind angesichts der Entwicklung. Die sind immer sehr optimistisch und Karp ist natürlich auch ein Marketing-Mann, muss man klar sagen. Ja. Aber die Chance finde ich schon, dass wenn das jetzt eben eine Plattform etabliert wird, wo man auch entsprechend skalieren kann,
und Synergieeffekte hat, wenn man die ja in zwei Bereichen aufbaut. Also die Hoffnung ist natürlich die, dass man jetzt noch nicht die Marge sieht, aber man bindet die Kunden, vielleicht gute Kunden, die nicht schnell abspringen und dann die Marge hochfahren kann. Also laut Aussage von Carp ist es ja, es ist überlebensnotwendig, so ein Produkt. Klar, man denkt da an Sicherheitsprodukte, da spart man dann nicht, aber ich muss dir recht geben, man muss es beweisen. Das ist insofern ein Hotstock, eine heiße Aktie, da ist noch lange nichts entschieden. Das ist in gewisser Weise auch eine Wette. Das auf jeden Fall. Also das finde ich auch wichtig bei solchen Unternehmen, weil eben, ich habe da schon manche gehört, ja, nächstes Jahr dreistellige Kurse und so. Also nur mal so zum Ding, also wir sind gerade bei unter $20, ja, und die Aussagen habe ich teilweise schon vor ein, zwei Jahren in den Kommentaren gelesen, also auch unter meinen Palantir-Videos. Deswegen, ja, immer sehr vorsichtig und denkt dran, das sind wirklich extreme Hotstocks sowas. Also da kann sehr viel passieren. Eben die Unternehmen, die stellen sich natürlich da immer Servus da. Michael, wie sieht's aus so bei dir? Firmensoftware, Goldese GmbH, so Palantir aus Sicherheitsgründen haben wir natürlich auch. Ne? Der Alex Papp ist hier bei mir gerade auch auf dem Sofa und wir sind ist bei mir Berater. Was ich noch sagen wollte, so aus kurzfristiger Sicht, Flo hat da recht. Also die Aktie hält sich schon verdammt gut jetzt. Ne? Und das ist immer die Aktie, wenn die Stimmung am Markt positiver wird. Das ist die AI-Aktie Nummer 1, die dann auch richtig schön nach oben zieht. Und sie hat sich auch dieses Jahr, man muss es sagen, richtig gut entwickelt. Wir waren ja sogar mal bei $6, gell? Wahnsinn. Jetzt waren wir dann im Hoch sogar wieder bei 20. Also die hat sich schon echt gut entwickelt. Und Alex Karp übertreibt zwar, ne? Ich bin auch echt immer eher skeptisch gewesen, aber man muss schon sagen, sie haben ja jetzt bei den Kosten gut gegengesteuert. Problem ist weiterhin, Daniel, was du gesagt hast, ja, diese Dynamik, also wenn man das Vergleich zwischen dem, was Alex Karp so immer sagt, ja, und wenn man dann wieder das Quartalsergebnis anschaut, dann denkt man, man ist im falschen Film halt, so, ne? Das ist halt irgendwie auch, was mich stört. Ja. Also wenn ich eins noch ergänzen darf, ist vielleicht interessant im Zusammenhang, was mir in den Gesprächen nochmal bewusst wurde, weil wir sprechen ja viel über KI, KI kann ja alles sein, derzeit und nichts, aber so richtig die generative KI und das Deep Learning und die tiefe KI ist ja quasi ziemlich neu. Und bei Palantir ist es tatsächlich so, dass das Hauptgeschäft, was aber auch tatsächlich bei vielen Kunden dann trotzdem viele Vorteile schon bringt, ist dann eher Big Data getrieben, also vergleichsweise einfache klassische Algorithmen. Das vergisst man oft, also nicht nur bei Palantir, auch bei anderen Firmen. Also nicht alles ist dann die High-End-KI oder noch sehr wenig, weil das entsprechend komplex ist. Kann aber noch kommen, dass da dann eben mehr als ein einstelliger Prozentbereich bei einigen Firmen dann diese neue High-End-KI wird, ist natürlich auch viel Zukunftsfantasie. Also. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, weil interessante Ansätze gibt es auch Militärtechnik, habe ich auch mal vorgestellt, eben wenn ein Schiff da nur ein paar Grad weiter Ding, dann weiß man, okay, jetzt fährt es Richtung Taiwan oder ja, also gibt schon wirklich interessante Anwendungsbereiche. Ich bin sehr, sehr gespannt, vor allem jetzt auch nochmal Nahostkonflikt oder so, muss man mal gucken, ja. Ansonsten gibt ja auch noch andere interessante Player aus dem Chip-Bereich, Supermicro, Arm ist jetzt an die Börse gegangen, AMD, wie siehst du allgemein so Halbleiterbereich? Also siehst du da nur Nvidia jetzt so stark? Du hast ja vorher schon mal so ein paar Einblicke geliefert. Wie siehst du so andere Aktien in dem Bereich? Also gerade so von den genannten, ist da auch was spannend für dich persönlich mit dabei? Genau, also wir haben Supermicro auf der Empfehlungsliste, die jetzt auch jüngst nochmal ein bisschen Dynamik aufgebaut hatte, aber natürlich zu den Aktien gehört, die schon sehr gut gelaufen sind. AMD ist so ein bisschen in der Schwebe, nimmt mal wieder Schwung auf. Finde ich ja schon interessant, weil am Ende so brutale Margen, wie Nvidia sie derzeit fährt, die übrigens zu einem KGV von nur 25 führen. Die Frage ist, wie nachhaltig kann man so hohe Preise aufrufen? Das lockt einfach Nachahmer an und da sind Intel und AMD zu nennen. Und die haben wir natürlich im Blick. Und im Zweifel bin ich tatsächlich immer die Tendenz zu sagen, okay, wir gucken jetzt nach den Aktien, die jetzt nicht so volatil und riskant und hoch gelaufen sind und streuen mal ein bisschen aus Nvidia raus, rein in andere. Die gibt's, aber Stand jetzt verteidigt sich dann wieder noch sehr gut, ist eine sehr gute Firma, daher sollte man nicht den Fehler machen, den man vielleicht mal vor 5 Jahren oder auch ich gemacht habe, bei Tesla nach so einem Anstieg alles zu verkaufen, sondern zu sagen, okay, wir bleiben dann mal mit der kleinen Position dabei und lassen uns überraschen, was hier noch möglich ist.
Ich glaube, das ist eh immer, das hat den Fehler, habe ich früher auch immer sehr häufig gemacht, dass man dann immer denkt, okay, die Aktie, die muss ja aufholen, weil die so viel günstiger ist und so weiter, ne? Aber das ist eben, das funktioniert an der Börse eben nicht. Zu denken jetzt, ja, AMD ist ja nur ein Bruchteil wert und die bringen auch irgendwas raus, das muss doch steigen. Ja, wenn es so einfach wäre, ja, deswegen, also aktuell ist auch bei AMD so, ne? Die haben ja auch, glaube ich, auch vieles angekündigt, aber zwischen Ankündigung und dann Umsetzen und hoher Marge, da liegen halt auch nochmal wahrscheinlich ein paar Quartale. Deswegen ja, tun die sich irgendwie auch alle jetzt zuletzt wieder ein bisschen schwerer. Vor allem bis letztes Jahr hat man ja eigentlich die Nvidia-Technologie so ein bisschen totgeredet, weil AMD ja auch so ein bisschen anderen Ansatz pflegt. Und es hieß eigentlich, dass auch so Nvidia so mittlerweile so an die physischen Grenzen stößt mit seiner Technologie. Aber ja, wenn man jetzt zuletzt wieder so die Abverkaufszahlen im KI-Bereich mit ihrem neuen irgendwas mit 100, ich komme jetzt gerade nicht auf die ganz genaue Bezeichnung, N100 ist es, glaube ich, gewesen. Also ja, fällt schwierig aktuell an Nvidia vorbeizukommen, ja, auch Genau. mit dem Blick Und auf zum andere. Beispiel, um mal ein neues Thema nochmal einzustreuen, die aber wirklich kein Schnäppchen ist und eher heiß, aber auch Made in Germany, Partech, baut ja Supercomputer, auch als Generalunternehmer. Da hatte ich jüngst mal mit dem Chef gesprochen. Der setzt übrigens auch unter anderem dann eben Nvidia-Systeme ein. Und da ist auch die Aussage, klar, da kommt man eigentlich nicht dran vorbei. Das ist auch bei Supercomputern, also bei den ganz großen dann, wo es ja auch ein Wettrennen gibt zwischen Europa und in Amerika und Asien. Wer baut hier für die Wissenschaft die besten Computer? Da ist auch natürlich Nvidia immer noch unerreicht, muss man, also was man so hört, ja. Top, top. Wollen wir mal vielleicht dann, ich weiß nicht, es gibt noch, wir haben noch ein paar Aktien aus dem Bereich vielleicht KI-Profiteure. Wir hatten ja sogar schon mal Meta kurz angesprochen. Da gibt es ja gerade einiges an weiteren Kurstreibern. Zum einen, ich glaube, es gab letztens auch Meldungen, dass der Werbemarkt sich wieder so ein bisschen wohl erholt. Das könnte natürlich dann für Meta, wir hatten gerade eben das Thema, richtig Rückenwind geben. Dann, du hast es ja gesagt, ne? Also ich war ja extrem skeptisch bezüglich dieses ganzen Metaverses. Mark Zuckerberg hat es voll durchgezogen bis letztes Jahr. Irgendwann hat er dann doch einen kleinen Rückzieher gemacht und hat die Ausgaben gekürzt. Ne? Dieses Video habt ihr ja bestimmt mal gesehen. Ne? Da wurde er ja ausgelacht da, ne? Mit diesen komischen Avataren. Aber da tut sich ja jetzt doch einiges. Und diese neue Quest-Brille oder diese Ray-Ban-Sonnenbrille und so. Ich weiß weiterhin nicht, ob es sich wirklich durchsetzt, aber die Chancen sind für mich irgendwie jetzt doch gestiegen, weil zum Beispiel diese Ray-Ban-Brille, die sieht stylisch aus. Du hast da irgendwie auch diese KI-Software drin, du kannst Livestreams machen, ja. Wenn da irgendwelche Influencer dann Livestreams machen, wie sie surfen oder Kart fahren, was sie da gezeigt haben, vielleicht kommt sowas ja ganz gut an, ja. Also bist du bei Meta auch weiter optimistisch oder wie sieht es da aus? Also technisch jetzt sehr vernünftig, auch noch oben nochmal einen Schwung gemacht. Und eigentlich ist das ja ähnlich wie Alphabet oder Microsoft zum Basisinvestment, wo man nicht dran vorbeikommt. Die alle nutzen es und es ist noch lange nicht ausgerollt, gleich das Potenzial pro User. Das steigt natürlich. Man ist bereit, mehr zu zahlen, je größer und tiefer das Metaverse sozusagen wird. Und klar, Zuckerberg hat da einen sehr naiven Ansatz gehabt, irgendwie so ein Metaverse aufzubauen. Du sagst, das war dann im Nachhinein dann eher zu belächeln, aber ich Ja, glaube, der wohl Ansatz vor allen Dingen, das ist, Krasse ist ja wohl ja. auch vor allen Dingen gegen die komplette Belegschaft. Jeder hat ihm gesagt, ja, sorry, Mark, das ist Mist. Und dann wollte er ja wohl auch, dass seine Mitarbeiter die Sachen nutzen. Und keiner wollte diese Sachen halt auch nutzen. Ne? Ja, Und das ist das ja war schon so ja. eine, also wenn nicht mal deine eigenen Mitarbeiter dein Produkt nutzen wollen, dann ist das ja echt eine üble Sache. Ich glaube, das ist zu komplex als Metaverse. Da sind wir alle dran beteiligt. Und ich glaube, der Ansatz, der den jetzt mehr oder weniger freiwillig Meta macht, über Verbesserungen einzelner Produkte langsam das Stück für Stück aufzubauen, nicht so in einem Schritt. Sprich, da haben wir jetzt zum Beispiel das Thema Metaverse-Interviews wie Teams zu verbessern, aber auch nicht zu vergessen, dass wiederum sind andere Player wie EA natürlich stark, auch das Gaming, das sind ja diese Welten schon, auch über das Gaming, da ist Microsoft ja auch gut vertreten, wird das Metaverse so langsam Stück für Stück sich aufbauen und dann irgendwann verschmelzen mit der Büro-Office-Software etc. Ich glaube, das ist der Schritt und da ist Meta natürlich prädestiniert dank seiner Produkte, die jetzt schon die Menschen vernetzen. Ich glaube da ja schon dran, dass da noch sehr viel Positives geschieht. Ich glaube, wir alle und wir jetzt auch im Moment
sind ja schon digital viel öfters zusammen als früher. Das wird Schritt für Schritt geschehen. Man spricht mit Vorständen auch immer mehr über Teams. Nicht, trifft sie nicht mehr wie früher. Das ist einfach nicht mehr aufzuhalten. Und das Metaverse, das wir natürlich für alle und am Ende nicht zu vergessen, das ist ja auch ein Riesenpunkt, dass es die Umwelt natürlich auch schützt, wenn wir nicht sinnlos durch die reale Welt fahren, um Menschen zu treffen, sondern dass sich immer mehr echt anfühlt, wenn wir hier zusammenkommen im Internet sozusagen. Ja, ich sehe vor allem auch so im Live-Sport, Konzerte sehe ich einiges am Potenzial. Da kann im Prinzip jeder sogar auf der Rasenfläche sitzen beim Fußball, im Metaverse. Also gibt schon interessante Ansätze auf jeden das Fall. Das ist genau dieses ganze Entertainment und so. Ne? Wenn du halt dann irgendwie da eintauchst in ein Konzert, denkst du bist live dabei. Ja. Das ist schon krass. Ne? Das ist ja so ein bisschen hier wie diese, das hatten wir auch schon mal das Thema, diese, hast du das mal gesehen, Florian, diese Sphere da in Las Vegas. Ne? Das ist ja... Das muss ja so krass sein. Das hat zwar jetzt nicht direkt mit KI und virtuelle Welt zu tun, aber du fühlst dich ja wie in der virtuellen Welt. Habe ich neulich für dich gedacht, das wäre mal ein Grund, seit langem mal wieder nach Amerika zu fliegen, weil das ja wirklich außergewöhnlich ist. Ja. Gut, am Ende, du sagst es, kann man das vielleicht nicht jetzt, aber in 5, 6 Jahren auch zu Hause vielleicht erleben, aber eigentlich muss man es mal gesehen haben, ja. Ja, das ist aber so, da kann ich euch einen Tipp geben, da müsst ihr gar nicht nach Amerika fliegen, da könnt ihr auch zu uns in Europa-Park kommen, da gibt es zumindest so was Ähnliches, ja, also so ein Riesendom, in dem du dann auch eben mal so ein bisschen ins Weltall gucken kannst und so, also wirklich spektakulär, dann kannst du dich hinlegen, da sind so schöne Matratzen, dann guckst du nach oben und gibt es mittlerweile auch schon echt viel so in dem Bereich, also gerade Entertainment-technisch sehe ich auch viel und eben auch arbeitstechnisch Workflow, du kannst ja im Prinzip daheim mit einer einfachen Brille an den Supercomputer setzen, für den du sonst zigtausende Euro, also gerade für Startups und so, mit Sicherheit sehr interessantes Thema. Bin ich mal echt gespannt, was da so draus wird. Ja. Dann würde ich mal sagen, wir hatten ja schon ein paar Mal so als, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, Tesla im Gespräch, genau. Michael selber hat ja schon als Kunde ordentlich mal abgelästert. Du hast vorher gesagt, Tesla oder BYD, würdest du BMW nehmen? Aber jetzt ist mal die erste Frage, die Herangehensweise. Du hast ja auch schon sehr lange im Blick und es scheiden sich ja schon die Geister. Was ist Tesla überhaupt? Deswegen jetzt mal noch so eine kurze Frage an dich. Ist Tesla für dich ein Autobauer oder ein Technologieunternehmen? Unternehmen, wenn du sie so ein bisschen mal betrachtest, als was würdest du sie eher eingruppieren? Also wenn ich jetzt Tesla vergleiche mit einem deutschen Autobauer von vor 10 Jahren, würde ich sagen, Tesla ist Technologie. Mhm. Aber was viele vergessen ist, da haben wir wieder einen amerikanischen Vorstand, ähnlich Kerb. Musk ist ein Marketing-Genie und BMW oder Mercedes planen mit Nvidia ihre Fabriken ja auch schon längst virtuell und haben die besten Roboter. Aber die haben jetzt keinen Marketing-Genie, der das der ganzen Welt erzählt. Also sprich, wenn Tesla Technologie ist, dann sind es für mich auch die besten Automobilhersteller auch, beziehungsweise man sieht sie an den Umsätzen, die sehr, sehr deutlich und fast ausschließlich eben aus dem Verkauf von Autos kommen. Und solange nicht der Durchbruch beim Selbstfahren kommt, wo ja Stand jetzt Tesla eben nur auf Level 2 Plus ist, ist es für mich dann eher einzuordnen in die Kategorie Autobauer, ist jetzt meine Meinung. Ja, bei Level 2 Plus, das ist ja ein großes Thema, weil man weiß, Mercedes und Toyota, die sind mittlerweile schon in Level 3, das hat auch für viel Aufruhr gesorgt, aber hat auch so ein bisschen Nahrung an die Tesla-Kritiker gegeben, aber ich sag mal, die Tesla-Fans, die sagen ja auch, also alles unter 5 ist sowieso jetzt erstmal nicht wirklich erwähnenswert, bei 3, da musst du unter absoluten Laborbedingungen, ich glaube, auf der Autobahn kannst du da, ich glaube, bis 60 km/h oder so ganz genau. Fahren im Stop and Go, ne? Also das kannst du natürlich faktisch nicht benutzen, ja, also viele sagen ja, vor allem 5, beziehungsweise dann voll autonom. Das hat selber Elon Musk eben auch gesagt, ihm ist 3, 4 gar nicht wichtig. Ist natürlich von außen jetzt auch schwierig abzuschätzen. Also kann es einen Sprung zum Beispiel von 2 plus auf 4 oder direkt 5 geben? Das sagen ja viele Tesla-Jünger aufgrund der vielen Daten halt, die Tesla durch die Autos bekommt. Theoretisch ist jedes Auto eigentlich dazu in der Lage.
glaube, weil Elon Musk selber hat auch mal in einem Interview gesagt, also die vollautonome Technologie des Fahrens, das wird darüber entscheiden, ob Tesla extrem viel Geld wert ist oder eigentlich gar nichts wert ist. Siehst du da überhaupt Chancen persönlich, dass Tesla das schafft, oder sagst du da wirklich, nee, also da sehe ich wirklich dann eben auch so die Deutschen schon so stark dann drin, dass Tesla zumindest den Markt nicht alleine bekommen wird. Wie siehst du so diese Technologie an sich, so voll autonomes Fahren, ja? Als Ingenieur bin ich jetzt kein Programmierfreak. Und was da genau Tesla programmiert, kann ich ja auch nicht letztendlich garantieren oder einschätzen. Aber ich immer wieder seit Jahren, wenn ich im Interview habe oder im Gespräch habe zum Thema KI oder zu anderen Firmen, oft frage ich immer KI-Experten oder Selbstexperten, Professoren aus Deutschland, ist es möglich, dass Tesla es schafft? Und bisher 90% sagen einfach, nee, es fehlen einfach die Sensoren, fehlt LiDAR zum Beispiel. Der eine oder andere sagt mittlerweile, KI-Experte hatte ich jüngst mal, ja, also noch ist es einfach nicht da, aber nicht auszuschließen, dass es vielleicht doch gelingt, auch vielleicht durch KI, neue KI-Durchbrüche. Aber das ist genau der Punkt aus meiner Sicht. Tesla mag dann tatsächlich als amerikanische innovative Firma dann auch wieder den Vorsprung hier haben. Aber wir sprechen ja davon, dass Tesla 10-mal so viel Börsenwert hat als Porsche mit VW, Audi gemeinsam oder als BMW oder als Mercedes. Dann denke ich es eben nicht, dass die so weit besser sind dann und dass auch diese Fantasie, die ja immer so ein bisschen suggeriert wurde oder auch gesagt wird von Musk, dass dann das Auto so viel mehr wert wird und ein Asset ist, was an Wert gewinnt, hat er ja vor einigen Jahren mal gesagt. Seitdem sind die Tesla-Preise ja deutlich gefallen und werden auch immer wieder gesenkt. Also das würde mich persönlich freuen, weil ich ja das toll fände, sich ins Auto reinzulegen und Videos zu gucken oder Börsenkurse zu verfolgen und das Auto fährt. Aber ich habe da eine gewisse Grundskepsis und da ist einfach aus meiner Sicht heute schon sehr, sehr viel eingepreist und für mich bleibt das Hauptthema bei Tesla, steigen die Margen oder nicht? Wir haben jetzt Margen von unter 8% operative gesehen, jüngst bei den Zahlen. Das sind zuletzt zumindest Mercedes und Co. besser gewesen. Wenn gleich auch die den Druck spüren. Wir haben Preiskampf in China, wir haben Preiskampf in Europa und wir haben tolle neue Autos. Porsche Macan ist gerade wieder getestet worden, kommt nächstes Jahr. Also für mich ist es so der Punkt, dass auch andere sehr gute Autos, sehr gute Technologien bauen und natürlich auch beim Selbstfahren, das wäre zum Beispiel Alphabet zu nennen, tatsächlich zumindest im Taxibereich, in Städten, in einer abgegrenzten Stadtteil einfach schon fährt, also eigentlich schon weiter ist, je nachdem, wie man es definiert. Ja. Das wäre aber übrigens, das ist ja so die Traumvorstellung, weil wir machen ja einmal im Jahr, zum Beispiel fahren wir dann Snowboarden, da fährt man irgendwie um 4 Uhr morgens los, ist völlig kaputt, wenn man dort ankommt, wenn man dann einfach ins Auto einsteigt und weiter schlafen könnte und der fährt einfach schön, oder bist du irgendwann in Österreich. Hey, das wäre schon, das wäre mal eine Verbesserung, oder? Das wäre richtig geil, wenn das. Und was mir da einfällt, was ein bisschen, glaube ich, nicht mehr so im Gespräch ist, aber es gab ja auch mal so Tendenzen und Studien vor einigen Jahren, die sind davon ausgegangen, ja, wir brauchen ja sehr viel weniger Autos. Also wir haben jetzt hunderte neue Elektroautomodelle, die in den Markt kommen. Und damals war die Idee, auch weil du sagst, die fahren ja selbst und dann macht es vielleicht gar nicht mehr so viel Sinn, selber eins zu kaufen, weil die ja dann automatisch durchwechseln. Das ist ja auch die Fantasie von Musk. Da muss man sich die Frage stellen, hat es nicht auch negative Effekte dann, weil einfach weniger Autos verkauft werden würden, wenn dann der tolle Selbstfahrdurchbruch käme. Also das ist schon spannende Entwicklung und muss man beobachten. Ja. Ja, stimmt. Das ist krass. Ja, ganz kurz, die Tesla-Zahlen kamen ja gestern, die kamen ja auch nicht sonderlich gut an. War das nicht auch mal so à la Palantir, dass die Analysten geschätzt haben, oder Katie Wood, dass die in den nächsten Jahren immer um 50% wachsen bei Tesla beim Umsatz. Also year over year war jetzt der Umsatz im Automotive-Bereich nur noch um 5% gewachsen und Total Revenues um 9%, weil vor allen Dingen der Energiespeicher und dieser Storage-Bereich liefen ganz gut und ich glaube auch dieser ganze Energiebereich, genau, also die Energie mit den Superchargern, das könnte natürlich auch nochmal ein spannendes Business irgendwann werden, aber wir haben es gesagt, ne? Sie laufen nicht über Wasser und die Margen, Free Cashflow, Gewinn pro Aktie ist alles zurückgegangen und zwar sogar noch deutlicher als erwartet. Und das, was mich jetzt auch so ein bisschen
nicht geschockt hat, aber doch überrascht hat. Der Cybertruck, der wurde jetzt doch angekündigt, ich glaube für 30.11. Aber wenn selbst Elon Musk sagt, dass der bis irgendwie 2025 keine Cashflows abwirft, keine positiven, wo ist dann jetzt dann die Fantasie für die Zahlen in der nächsten Zeit sozusagen? Ne? Denn dass jetzt wieder die Preise anziehen für die normalen Autos, sehe ich halt auch irgendwie nicht, oder? Nee, genau. Cybertruck war ja auch so ein bisschen der Hoffnungsschimmer. Der hat, glaube ich, wortwörtlich gesagt, die haben uns da so scherzend das eigene Schaufel ein bisschen gegraben, das eigene Grab geschaufelt, weil die Idee war ja auch dieses Design, so glatte Flächen, kam ja die Idee auf, der ist noch günstiger herzustellen, noch besser herzustellen, aber scheint ein bisschen das Gegenteil der Fall zu sein, weil es so neu ist, dass es eher Probleme gibt. Und dann sind es, glaube ich, 250.000 pro Jahr, die erstmal anvisiert sind. Das ist jetzt alles keine Super-Sensation und an neuen Modellen bringen einfach BMW neue Klasse 225 mit 30% verbesserter Batterieeffizienz beispielsweise. Also Modelle, die Anzahl der Modelle und auch tolle Modelle mit 800-Volt-Technologie, Hyundai, Kia ja auch zu nennen, kommt sogar bei anderen Herstellern viel mehr. Also insofern spannend, was hier noch geschieht. Ich würde dann tatsächlich sagen, wenn ich auf die Zukunft des Verkehrs und die Mobilität setze, dann eher auf ein neues Startup als auf ein Startup, was ein bisschen, du sagst es, die Wachstumsraten sind nicht mehr da. Und vor Cathie Wood würde ich ja tatsächlich eher warnen, halte ich nicht so viel davon. Ja, sie hat sich ja schon oft jetzt blamiert. Cathie Wood, Frank Thiel und so weiter, die haben ja auch, glaube ich, bei mehreren Unternehmen irgendwelche Wachstumszahlen fortgeschrieben. Ich war wirklich auch bei Tesla, ne? Wäre das eingetreten, hätte Tesla irgendwie, glaube ich, in 2030 irgendwie 90% Marktanteil haben müssen oder so. Ne? Das ist zwar eigentlich klar, dass das nicht funktioniert im Endeffekt. Ne? Aber ja, Daniel, hast du dir die Zahlen nochmal angeschaut? Willst du noch was dazu sagen kurz? Oder, Ich habe sie mir so grob angeschaut. Bei Tesla sind ja die Zahlen immer im Vorfeld schon bekannt. Also ich muss sagen, ich hatte tatsächlich mit schlechteren Margen gerechnet, denn die Bruttomarge ist in Anführungszeichen nur auf 17,9% runter. Also das ist zum Vorquartal nur 0,3. Zum Vorjahr natürlich 7,2 Punkte. Damit hatte man natürlich so gerechnet. Umsätze waren aber, glaube ich, durchaus enttäuschend. Also 9%. Das ist natürlich ja, mit Sicherheit weit unter Erwartung, Ergebnis auch, aber Umsatz halt, und diese Argumente von den Tesla-Bullen, man kann ja alles immer so oder so sehen, dass Tesla hat ja auch wieder gesagt, dass sie es geschafft haben, die Kosten zu senken, aber eben doch nicht in dem Maße, wie sie die Preise senken müssen. Ja? Und die Konkurrenz wird ja immer stärker, hast du ja auch gesagt. Es ist und hinzu kommt, apropos Senkung, dass ja im Gespräch ist, dass beispielsweise Frankreich und Italien eben Autos, die Batterien oder auch komplett das Auto aus China kommt, gibt es dann eben, wird die Förderung gesenkt oder gestrichen. Also sprich, die goldenen Zeiten sind, glaube ich, ein bisschen vorbei. Na klar wird das Wachstum weitergehen. Ich habe ja mittlerweile auch ein Elektroauto, tolle Technologie, absolut. Aber wie es so oft ist, und wir alten Hasen an der Börse wissen das ja alle, dass eben solche Trends in großen Wellen verlaufen. Man muss da nicht immer oben einsteigen in so eine Euphoriewelle, wo es was ja eigentlich doch noch ein bisschen ist beim Thema Elektroauto. Da würde ich tatsächlich derzeit Autobranche ein bisschen meiden. Wenn dann lieber KI oder meinetwegen fliegende Autos dann gleich. Und ja, da sind wir gleich auch noch beim Thema, ja. Fliegende Autos, das ist doch auch. Genau, ja, da haben wir gleich eine super Überleitung. Aber eines ist mir tatsächlich noch aufgefallen, Tesla rechnet halt aktuell echt mit einem sehr guten Jahr 2024. Sie haben nämlich ausgegeben, dass sie im nächsten Jahr 1,8 Millionen Fahrzeuge ausliefern wollen. Im letzten Quartal sind wir bei 435.000 gewesen. Also es wäre eine Runrate von 1,3 Millionen. Also das ist wirklich sportlich. Da sind wir bei deutlich, ich glaube, über 40%, wenn ich es jetzt richtig gerechnet habe. Das ist auf jeden Fall optimistisch jetzt so für die nächsten 12 Monate. Deswegen, ich bin gespannt. Ich sehe es nämlich auch schwierig aktuell im Automobilsektor. Wird interessant werden auf jeden Fall, denn immer nur durch neue Preissenkungen, ja, da kann sich jeder natürlich selber ein bisschen nachrechnen, das wird schwierig, ja, aber dann machen wir doch jetzt die Überleitung von Autos zu, ja, Flugobjekten, vor allem, ich glaube, es war das Jahr 2021, ist eHang eine Aktie gewesen, die extrem gehypt wurde, die hat sich da in wenigen Wochen vervielfacht und dann aber massivst abgestürzt,
durch einen Short Report, den ich persönlich etwas lächerlich fand, weil auch einige falsche Anschuldigungen dabei waren. Zum Beispiel hat man damit argumentiert, dass in dem Bürogebäude von Yiheng es keinen 13. Stock gibt, aber einen 12. und einen 14. Da haben dann halt gesagt, ja, die Chinesen, die sind sehr abergläubisch, das ist sehr oft der Fall. Also hat man sich zum Beispiel teilweise darauf gestützt oder man hat eine nagelneue Fabrik, hat man Bilder gezeigt, hat gesagt, ja, da wird ja gar nichts produziert, obwohl die noch im Aufbau sozusagen war. Also der Short Report war sehr mit Vorsicht zu genießen. Ich meine jetzt aber mitbekommen zu haben, zuletzt haben sich die Anzeichen, also gab es deutlich bessere Anzeichen. Es gab auch eine Buy-Rating von einer sehr angesehenen Institution. Was hältst du allgemein Drohnenthema? Siehst du, Yiheng da weit vorne in China? Sowieso interessant mit diesen Hochhäusern. Löschdrohnen sind da immer so ein Thema. Genau, sag uns mal ein bisschen was zu Yiheng. Ist das jetzt wieder so der Hotstock, den man sich anschauen sollte oder nicht? Doch, anschauen absolut und immer wieder. Und klar, wir hatten hier enormste Volatilität und auch diesen Angriff. Unterm Strich hat sich dennoch noch die letzten Jahre knapp verdoppelt, wenngleich es schon deutlich höher war. Also für Yiheng, was mich für Yiheng schon ein bisschen begeistert hat von Anfang an, war, es gibt ja mittlerweile 150 solche Startups, die sagen, wir wollen da was starten, fliegende Autos oder zumindest Passagierdrohnen oder beides. Und bei Yiheng hat mir von Anfang an gefallen, dass man Erfahrung hat im Bereich Drohnen, mit klassischen kleineren Drohnen und das Konzept, was ja schon funktioniert, quasi nur vergrößert hat, was schwierig genug ist. Und für mich ist es ein simples, stimmiges Konzept, was aber durchaus sehr technologiegetrieben ist, auch durch den Chef, der Erfahrung hat für smarte Städte. Und man muss ja auch Bodenstationen aufbauen. Und hierfür hat man jetzt für die Drohne eben die Zertifizierung erhalten, ganz frisch in China. Und ich habe immer wieder gehört, China will dieses Mal nicht den Amerikanern folgen, der Flugsicherheitsbehörde, sondern ist selbstbewusst und sagt, wir wollen in China die erste Firma, die vollautonom Passagiere transportiert. Das ist für mich schon ein großer Schritt. Und es stehen aber noch weitere aus. Man braucht dann auch eine operative Permission, also Erlaubnis, um tatsächlich zu fliegen, wenn Kunden das kaufen. Die schlechte Nachricht für mich ist, ich habe jetzt jüngst auch nochmal gesprochen mit der Firma, dass es tatsächlich nicht so ist, dass kurzfristig wir uns das nächste Mal treffen auf dem Berg und fliegen mit der Drohne hoch. Also für Privatkunden ist es noch länger hin. Also das Konzept beinhaltet erstmal für Tourismusfirmen, die dann bestimmte Routen abfliegen lassen, das aber noch kontrollieren und entsprechend die Risiken ein bisschen managen. Möglich und erwartbar ist jetzt auch, dass Firmen zum Beispiel Transporte von Städten, von großen zum Flughafen, wo ein bisschen Zug gefahren ist, mit solchen Drohnen machen. Und wir haben eine Market Cap von erst 1,2 Milliarden. Das ist ein absolut riskantes Startup. Also wir haben ja China-Risiko, wir haben Startup-Risiko, wir haben eine ganz neue Technologie. Wir haben ja auch schon mal Short-Attacken gehabt, du sagst es. Aber für mich ist das auf dem Niveau durchaus interessant, weil jetzt zumindest durch dieses Zertifikat schon mal, und der Gründer sagt, der Traum, wir arbeiten Tag und Nacht für diesen Traum, kommen jetzt, denke ich mal, noch mehr Kunden-Order, die darauf gewartet haben. Also ist schon für mich weiterhin spannend. Ich kann es nicht schon zu viel sagen, was ich noch ein bisschen in Erfahrung gebracht habe. Ich muss die Zitate freigeben lassen. Aber mein Eindruck war jüngst auch nochmal vom Gespräch, das ist seriös. Ich war noch nicht selbst da, habe ich mir aber vorgenommen, das auch mal zu besuchen. Sollte man vielleicht auch mal, auch wenn der Weg ein bisschen weiter ist. Aber ich finde, das ist ein spannender Hotstock, wo man mal ein bisschen Spielgeld einsetzen kann. Aber natürlich nicht all-in gehen. Kann eine Art Tesla werden, die sehr früh dran ist in einem starken Bereich. Aber wir wissen alle, oder man sollte sich vergewissern, von 10 Startups überleben in der Regel 1, 2. Ja. Aber das hat schon mal jetzt wirklich Vorsprung und hat schon mal einen wichtigen Schritt gemacht. Ja, ich habe gerade nochmal geschaut. Ich meine mich auch mal zu erinnern, im Hype war sie ja mal kurz über 100 Dollar und dann war die im November letzten Jahres nur noch bei unter 3 Dollar müsste das gewesen sein, hat sich aber jetzt wieder verzehnfacht. Ja, also das ist, also was für eine Volatilität. Ja. Mhm. Hast du denn irgendwie, gab es da jetzt einen Zeitplan? Denn jetzt man hat jetzt ja diese Art Zulassung bekommen, aber was heißt das konkret? Wann wird das gute Stück dann irgendwie ob, also wirklich dann in der Praxis operativ tätig, dass damit dann auch,
Ich weiß nicht, ob Sie das selbst betreiben oder betreiben, verkaufen die die Drohnen oder wie ist überhaupt das Geschäftsmodell? Also verkaufen hauptsächlich, aber werden sie natürlich auch selbst betreiben. Und Plan der Goldman Sachs ist, dass man eben hochgeht und jetzt die Kapazität liegt offenbar in China schon bei rund 600. Und Drohnen, die rund $300.000 kosten, wie ich höre, sinkt der Preis auch nicht. Und durch die Zertifizierung kann man vielleicht eher noch mehr verlangen der Kunden. Und Goldman Sachs erwartet dann eben 2025 geht es dann schon über 100 Millionen Euro Umsatz. Theoretisch, wenn die Kapazität ausgelastet ist und die Order reinkommen, könnte es sogar mehr sein. Also sprich, wir haben dann natürlich schon noch KUVs von über 10. Aber als Pionier kann man entsprechend die Preise dann auch erstmal gut aufrufen. Und am Ende sagt auch Goldman Sachs, muss man gucken, wie ist das Interesse der Kunden und der Leute. Traut man sich halt überhaupt da rein? Das ist die Frage. Würdet ihr in so ein Ding einsteigen und euch da irgendwo rumfliegen lassen? Also ich hätte da ein bisschen Bammel, muss ich sagen. Also wenn ich es jetzt auf Straßenrand stehen sehe und nicht kenne, wäre, hätte ich auch mal Respekt. Aber jetzt, wo ich mich dann trotzdem mit befasse und weiß, wie viel Know-how da reinfließt, würde ich es nicht. Wenn man sich so genau halt auch überlegt, ne, in normal, also ich habe auch immer, ich bin jetzt nicht, also ich genieße, sagen wir so, ich genieße es jetzt nicht, ich habe jetzt zwar keine Flugangst, aber wirklich genießen tue ich das auch nicht. Ich bin immer froh, wenn ich bei irgendeinem Flieger wieder gelandet bin, muss ich sagen. Ja. Da, wenn man sich so genau vorstellt, wie das alles so funktioniert, dann ist es auch krass. Ne? Also wahrscheinlich gibt es auch bei Drohnen einen Gewöhnungseffekt, kann ich mir vorstellen. Es müssen Leute da einsteigen, ja. Touristen dann vielleicht auch, die vielleicht mal zufällig in der Stadt sind und dann wird so ein Drohnenflug angeboten, beispielsweise, ob die dann vielleicht lieber doch mit dem Bus fahren. Andererseits glaube ich, das ist so neu, das gibt dann trotzdem so viel neugierige Abenteuer. Ja, das denke ich auch. Da gibt es viele, die schon ausprobieren. Funktionieren, glaube ich. Bei eHang muss man eben auch dazu sehen, ich habe es vorher ein bisschen angekratzt, also da geht es auch nicht nur um den Transport von Personen, die haben auch andere Drohnen, also eben wichtiges Stichwort, China hat ja viele Hochhäuser, da kann man sich ja vorstellen, wenn man so in einem 30. Stock ein Brand ausbricht, nicht ganz so einfach zu löschen dann, ja, also die haben zum Beispiel da auch Technologien für Löschdrohnen und so, das kann wirklich so auch mal ein interessanter Ansatz sein, denn eben wie willst du einen Brand aus dem 30. Stock löschen, vor allem wenn noch 20 Stöcke oben drüber sind, dann kannst du nicht auch einfach mal von oben eine Wasserbombe sozusagen runterwerfen durch ein Flugzeug. Also da gibt es auch noch andere interessante Sachen, aber wie du sagst, bei mir ist es genau gleich. Also ich setze mich sogar nur in große Flugzeuge rein. Ich könnte niemals in solche kleinen Dinger reinsitzen und jedes Mal, wenn ich unten bin, sage ich, ja, Gott sei Dank, ich lebe noch. Ja, also kann ich verstehen, dass da viele sehr skeptisch gegenüber sind, aber die meisten, ja, es gibt natürlich viele, die keine Flugangst haben. Ja, gut, aber es machen noch genügend Leute Skydiving, Bungee-Jumping und so weiter. Ja, also die Adrenalin-Junkies, ja, und statistisch gesehen ist Fliegen natürlich das sicherste Verkehrsmittel, das weiß ich auch, also eigentlich ist es auch schon rein vom Logischen her, also nicht rational, die Leute sagen ja auch, der Weg zum Flughafen ist deutlich gefährlicher mit Auto, Zug als das Fliegen selber, aber ja, man denkt sich halt, man sitzt oben, ja, wenn jetzt halt der Pilot irgendwie einen Fehler macht und das Ding abstürzt, dann war es dann halt, ja, beim Auto denkt man sich immer, ich selber kann so gut fahren, mir passiert eh nichts, ja, oder der Zug, der ist sowieso nur auf der Schiene. Was soll da passieren? Ja, aber als ich letztes Mal ICE gefahren bin, da hat es auf einmal auch sehr stark zu schwanken. Oh, Entschuldigung, sehr stark. Oh, jetzt muss ich fast niesen. Nee. Aber ich helfe dir mal aus kurz. ICE ist ein guter Punkt, weil ich hatte jetzt die Tage ein Gespräch mit Kontron, kann ich schon mal verraten, die eben Technologie machen, smarte, wenn es darum geht, Züge intelligenter zu machen. Das ist ein großer Trend, gerade in Europa, weil Züge, Hochgeschwindigkeitszüge gefördert werden und das sollen eben künftig dann mehr Züge auf ein Gleis kommen. Das spart natürlich Gleise, ist nochmal umweltfreundlicher und die fahren natürlich dann auch oft ferngesteuert und autonom. Also wir haben das ja beim Zug autonom und wir haben das natürlich beim Auto auch, wo man sich überwinden muss, wenn du jetzt ein Taxi einsteigst, das funktioniert in Amerika, ist kein Taxifahrer mehr, aber man hört von vielen Leuten, man gewöhnt sich sehr schnell daran und manche fühlen sich dann vielleicht sogar wohler, gerade Frauen. Wollte ich gerade sagen, also ganz ehrlich, wenn du manchmal irgendwo Taxi fährst, da fühle ich mich, glaube ich, teilweise sicherer, wenn das ein Roboter-Taxi ist einfach, weil du wirst dann teilweise, wenn die erkennen, du bist ein Tourist, wirst du mal schön abgezogen halt. Von Elon Musk, das stimmt ja auch, eigentlich ist der Computer ja der bessere Fahrer als wir alle. Und das ist Fakt, ja. Ganz klar. Also der kommt das Selbstfahren ja schon, die Frage ist nur, wie schnell. Ja, und das man braucht ja dann die 100%. Ja. Top. Ja, wir können ja vielleicht nochmal ganz kurz jetzt Thema Nebenwert. Du hast ja gerade immer schon mal Kontron angesprochen. Das ist nämlich auch so ein deutscher Nebenwert.
Also es gibt mittlerweile, finde ich, viele deutsche Nebenwerte, die haben sich in den letzten Monaten und Quartalen so schlecht entwickelt. Dabei ist der Newsflow eigentlich überwiegend teilweise sogar positiv. Prognosen werden bestätigt, teilweise sogar erhöht. Die Aussichten sind gut, aber ja, was machen die Aktien? Die entwickeln sich sehr schlecht. Und Kontron, jetzt nochmal, um beim Thema zu bleiben, die wandeln sich ja auch so ein bisschen zu in so einem Internet of Things Unternehmen. Die hatten, glaube ich, zuletzt auch so spannende Aufträge aus dem Bereich, wo sie Flugzeuge ausstatten und so weiter, auch mit so Entertainment-Funktionen und so weiter. Ne? Und kannst du vielleicht dazu nochmal was sagen? Du hast ja gesagt, du hast sogar mal mit dem Management gesprochen. Ich bin auch übrigens Aktionär bei der Aktie, habe sie schon länger im Langfristdepot. Die war mal riesig im Plus, dann kam ja auch mal eine Short-Seller-Attacke, die aber eigentlich auch nichts Stichhaltiges hatte, so wie ich das alles mitbekommen habe. Aber vielleicht kannst du uns ja sogar noch mal ein paar Insights da geben. Genau, also der Chef Hannes Niederhauser, den habe ich ja seit Jahren immer mal wieder getroffen, der ist eben auch per Teams mittlerweile, der sagt mir die Woche, also er sagt es auch, uns geht's ausgezeichnet, wir haben doch gute Zahlen vorgelegt, aber es verpufft. Und das gilt natürlich für, wie du es schon sagst, für viele Nebenwerte, es ist ein bisschen verhext. Es geht uns ja allen so in Depots, dass die Zeiten schon einfacher waren. Klar, weil natürlich Geld abgezogen wird, trotzdem durch die Zinserhöhungen weltweit. Und das ist natürlich zu spüren, insbesondere wenn man hier im deutschsprachigen Raum oder in Deutschland auch tätig ist, wo ja es besonders schlecht läuft, Stichwort Rezession. Aber bei Kontron läuft es eben, mein Eindruck, doch sehr gut, eben durch dieses Geschäft mit Zügen, was ja sich jetzt abkoppelt von der Konjunktur und das Geschäft eben auch übrigens mit Defense, was gut läuft. Und ich gehe davon aus, dass auch die ein oder andere israelische Firma, die zum Beispiel Minenräumgeräte hat, selbst die auf Kontron setzen dürften. Das ist ja auch ein Bereich, wo Technologie hilft. Insofern Kontron finde ich derzeit auf dem Niveau interessant. Wir haben ja auch Aktienrückkäufe entsprechend. Aber klar, das ist ein deutscher Nebenwert, die es alle ein bisschen schwer haben. Aber für mich ist das eine stimmige Story. Und genau, und übrigens ein Trend, den wir vielleicht auch nochmal anreißen können, ist ja tatsächlich leider aus aktuellem Anlass der Bereich Defense, der auch massiv profitiert von künstlicher Intelligenz beispielsweise, ja, und Technologie von Embedded Computern, eben vernetzt. IoT ist das Thema von Kontron beispielsweise. Ja, klasse. Ich habe so gerade nochmal aufgemacht. Kontron hatte zuletzt auch einen Auftrag über 100 Millionen Euro verkündet. Das war im Bereich, wo sie, glaube ich, Flugzeuge ausstatten. Dann haben sie ja sehr, sehr viele Übernahmen getätigt zuletzt. Es gab ein Aktienrückkaufprogramm über 70 Millionen, was verkündet wurde. Also eigentlich sieht es hier sehr gut aus. Genau, Übernahme von B-Square für 1,90 € pro Aktie. Ich glaube, die waren sogar börsennotiert. Für 38 Millionen Eigenkapitalwert waren das. Ja. Die ganzen Analysten sind weiter sehr positiv gestimmt. Die Aktie, ich will nicht sagen, sie läuft extrem schlecht, aber wirklich gut läuft sie auch nicht. Ne? Also, aber wer vielleicht ganz viel Geduld hat, kann sich das mal anschauen. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt so eine Kursrakete wird, à la Nvidia, Palantir oder vielleicht eHang. Schauen wir mal, ja. Das wahrscheinlich nicht, da ist sie auch zu breit aufgestellt, aber klar, es gibt Zeiten, da wird wieder dann trotzdem auf die langweiligen Value-Titel gesetzt. Also insofern ist es, glaube ich, eine gute Idee, dass du noch mal rumliegen hast. Aber jetzt gerade so mit Hinblick auf den Nahostkonflikt, dann nehmen wir das doch jetzt vielleicht mal kurz auf. Da gibt es ja auch so interessante Sachen. Ich weiß gar nicht, ob du, also mich würde interessieren, gibt es da Hotstocks, die du interessant findest? Sie haben ja wirklich vor allem technologisch gesehen einige spannende Titel. Denn mit Hinblick auf den Nahostkonflikt ist ja jetzt auch so ein bisschen so durchgesickert, dass Israel so ein bisschen ein Facharbeiterproblem bekommen wird, da über 10% dieser ganzen Entwicklerfachkräfte ja tatsächlich halt in die Armee eingezogen werden und es da auch ein Fachkräfte Mangel dann geben wird. Wie siehst du jetzt allgemein so die Lage? Siehst du jetzt Israel Hotstocks dann so als Chance, weil es ja wirklich spannende Unternehmen gibt? Da werfe ich mal so eine InMode zum Beispiel in den Raum. Auch im Cybersecurity-Bereich gibt es einige. Genau, da würde mich mal so deine Meinung zur Israel-Thematik aktuell interessieren. Genau, das ist ein guter Punkt, dass den man nicht vergessen darf, nicht, dass da was aufpoppt. Tolle Produkte, aber vielleicht gibt es plötzlich tatsächlich Probleme, weil wichtige Mitarbeiter fehlen. Aber das Thema Personen und die Anzahl des Militärs vielleicht ist ja tatsächlich ein Punkt, dass
Auch wenn Israel jetzt kämpft, vielleicht eskaliert der Konflikt, ist dann die Frage, kann man, dann hätte man ja plötzlich gegen die Übermacht zu kämpfen. Und da kommt dann tatsächlich viele Technologie ins Spiel. Also was ich interessant finde, Elbit Systems zum Beispiel, israelische Verteidigungsfirma, Rüstungsfirma, die auch Drohnen nach Europa liefert zum Beispiel. Und interessant ist und ziemlich neu das Produkt, was, glaube ich, man durchaus mal erwähnen kann, sind Mini-Drohnen, die man reinschickt in Gebäude, dann reinfliegen. Und jetzt schon ganz aktuell bei der Befreiung von Geiseln, die ja durch die Hamas hier massakriert wurden und eben auch bedroht wurden oder entführt wurden. Da gab es schon Fälle, dass dann tatsächlich diese Drohnen eingesetzt werden. Man fliegt rein, guckt, wo sitzen die Geiseln, wo sitzen die Terroristen. Und wenn da tatsächlich jetzt die Offensive, der Einmarsch nach Gaza käme, ist ja die große Befürchtung, okay, die verschanzen sich da in Hochhäusern, dann sind Zivilisten vielleicht drin. Man müsste dann vielleicht mit großem Gerät reingehen, reinschießen und viele zivile Opfer auf den Seiten natürlich auch der Hamas und Palästinenser. Und das könnte das ja theoretisch auch verhindern, indem man präziser wird, guckt, sind da Zivilisten, sind Terroristen in den Gebäuden und auch selbstfahrende Autos, Fahrzeuge, Minenräumgeräte zum einen, aber auch solche, die Soldaten helfen, dass nicht der Soldat selbst um die Ecke gucken muss, sondern das Gerät fährt, dass die teils auch KI-gestützt sind, auch durch Videoerkennung. Übrigens auch NVIDIA-GPUs ist von auszugehen, werden viel eingesetzt zur Videoüberwachung, zu gucken, wo sind vielleicht Verbrecher unterwegs. Da fällt mir als Thema Startup ein amerikanisches, die aber auch schon Beziehungen nach Israel haben, Requa Systems, die Kameras und Sensoren an Autobahnen stellen, in Amerika Dealer so entdeckt haben durch KI-Muster, das Auto fährt zu komischen Zeiten, das könnte ein Dealer sein, einen Tipp gegeben haben. Und gleichzeitig liest man jetzt, dass auch Terroristen auf der Autobahn in Israel erkannt wurden, wohl durch Kameras. Man weiß jetzt nicht, sind es schon welche von Requa oder nicht, aber das zeigt, dass solche Technologien schon wichtig sind. Und klar muss jeder für sich selber entscheiden, will ich in solche Firmen investieren, die auch zur Verteidigung eingesetzt werden. Aber ich denke, in diesem Fall kann man es vertreten, wenn sogar dadurch die Präzision steigt. Krieg ist immer schlecht, Krieg ist immer brutal. Wir alle wünschen uns, glaube ich, Frieden. Aber wenn, dann hilft vielleicht die Technologie. Und mein Wunsch wäre ja, dass tatsächlich eines Tages nicht nur Roboter gegeneinander kämpfen, sondern wir alle die Kriege dann einfach schon im Metaverse ausfechten. Das wäre sehr viel sinnvoller für die Welt, ja. Ja, das stimmt. Genau, das ja. Aber so einzelne israelische Firmen, würdest du da jetzt sagen, ja, sehe ich jetzt eher skeptisch, eben auch aufgrund, dass denen jetzt Fachkräfte fehlen werden, also die vor allem bei sich im Heimatland tätig sind. Oder gibt es da überhaupt einen Titel jetzt so aus Israel, so Software? Ich meine, es gibt ja auch manche, die sind halt einfach so ansässig. Fiverr kann man ja noch zum Beispiel nennen, also gerade Tel Aviv ist ja eh so ein Hotspot. Ist es dann was, wo du sagst, da bin ich dann jetzt eher doch vorsichtig bei solchen Firmen oder Chance? Da würde ich schon tatsächlich mal ein bisschen Vorsicht walten lassen, aber zum Beispiel SolarEdge fällt mir ein, jetzt dann eher Solarinverter, aber die auch Software getrieben, die ja aus Israel kommen, aber ihre Produktion einfach in Europa, Asien schon seit Jahren haben, vollautomatisiert. Da gehe ich von aus, dass es nicht direkt einschlägt, wobei das ja leider ein ernstes Wortspiel ist, das kann tatsächlich sein, sind aber trotzdem einige Kilometer von Tel Aviv weg, jetzt der Sitz in Israel. Insofern, klar, man muss darauf achten, man weiß nicht, wie der Konflikt leider eskaliert und aufgrund dieser Brutalität, die wir gesehen haben, fürchte ich, und das sagt ja auch Ray Dalio, von dem ich viel halte, der jüngst jetzt die Wahrscheinlichkeit von einem großen Weltkrieg, von heißen Krieg, sagt er, wo dann eben auch China und Amerika involviert werden könnten, von 35 mittlerweile auf 50% erhöht. Der sagt, wenn das mal so Schwung aufnimmt im negativen Sinne, wie es jetzt zuletzt war, ist es oft ein schlechtes Zeichen und oft werden solche Konflikte ausgefochten, bis ein Gegner kapituliert. Das war jetzt die Aussage von Ray Dalio. Also man muss da schon Vorsicht mitbringen. Nicht nur für israelische Firmen natürlich, sondern für alle. Man sieht es bei uns in Europa, dass der Konflikt ja alle angeht und in allen Städten aufkocht. Ja. Vielleicht können wir noch ganz kurz zum Abschluss nochmal, apropos SolarEdge,
der Sektor, der ja mit am stärksten verprügelt wurde, zuletzt sind unter anderem ja Solaraktien, beziehungsweise, ich glaube, im Endeffekt sind das fast alles so, ich sag mal, grüne Aktien. Ölwerte steigen und Solar, Windkraft vor allen Dingen, Wasserstoff siecht so dahin. Siehst du da überhaupt noch eine Trendwende, dass zum Beispiel eine Solar Edge oder eine Enphase wieder hochkommen? Ich meine, SMA Solar hat ja zuletzt sogar nochmal ganz gute Zahlen geliefert, aber der Markt bleibt ja trotzdem eher skeptisch, weil ja, was passiert 2024? Alles ist teurer geworden, um so Parks zu finanzieren und so weiter, und das schlägt jetzt eben voll durch. Und ich gehe davon aus, dass jetzt auch die nächsten Zahlen von Enphase und von Solar Edge echt schlecht werden. Ich glaube, die Ausblicke waren ja auch bei den letzten Zahlen schon echt ganz, ganz niedrig. Ich glaube, ich meine, bei Enphase, die Zahlen waren gut, und da habe ich geguckt, der Ausblick, der war so niedrig, da dachte ich, das ist fast ein Fehler. Aber ja, die Kursziele sinken die ganze Zeit, die Aktien, die sind im Abwärtstrend, es sieht echt übel aus. Das ist das Kuriose an der Börse, komplett abgeschiebene Bereiche, du hast gesagt, wie Öl, steigen plötzlich, weil einfach jahrelang nicht investiert wurde, Kapazitäten fehlen und trotzdem ja Öl noch gebraucht wird, gerade in den Schwellenländern. Und Solar, wo ich mir jetzt auch ganz aktuell zu meinem Elektroauto eine Solaranlage bestellt habe und auch viele bestellen, und es war wirklich der Run jetzt auch nochmal in Deutschland, aber da wurde eben so massiv investiert, gibt entsprechend viele Konkurrenten auch im Bereich Inverter, Module ohnehin, Module gibt es zu viele, auch weil viele China-Module nicht mehr nach Amerika so leicht dürfen. Dann landen sie bei uns und die Lager sind immens voll. Inverter läuft besser, siehe SMA, die gerade sich auch auf größere konzentrieren, Großprojekte. Du sagst es, da steigt die Zinsbelastung. Also unterm Strich wird Solar schon weitergehen. Das ist ein toller Trend, das ist eine tolle Technologie. Halte ich auch mehr von als von der Windkraft. Aber wir haben da gerade diese große Konsolidierung und wir haben jetzt bei SMA ein Lebenszeichen. SMA gab es immer wieder die letzten 10 Jahre. 100% plus, 50 ja. minus oder 200% plus, 60 minus, immer solche Wellen. Ich glaube, da kommt auch wieder eine positive Welle, zumal SMA-CEO uns im Interview gesagt hat, Bereich Wasserstoff nimmt Schwung auf. Auch hier hat man eine marktführende Stellung. Nur ein Beispiel. Und auch im Bereich Solar will man eine Produktoffensive machen. Jetzt auch dieses Jahr wohl noch in den USA. Man sieht sich technologisch mittlerweile sehr gut aufgestellt im Vergleich zu Solar Edge und Enphase, was vielleicht auch diesen bisschen den Wind zusätzlich ins Gesicht bläst, zu Mikro-Inverter-Anbieter, was SMA mittlerweile durch Software mit einem Zentralwechselrichter sehr gut löst. Also auf jeden Fall im Blick behalten. Und ich glaube, da gibt es den neuen Trend, die neue Trendwende. Aber wie immer, was ich halt auch jedem empfehle, weil auch Kelly Wood hat ja immer gepredigt, was ja auch bei ihr massiv schief ging, ja, einfach gute Aktien kaufen, tolle Story und immer nachkaufen. Das kann halt wirklich mal dann keinen Spaß mehr machen. Also sprich, brechen Trends, wie jetzt im Solarbereich gesehen, dann einfach mal raus, Gewinne mitnehmen, zum großen Teil eine Erinnerungsposition drin liegen lassen und dann, wenn es sich konsolidiert, der neue Schwung startet, wieder kaufen. Frage ist operativ, was läuft da gerade? Also die Nachfrage ist ja schon da und wir sagen auch so Solarfirmen, ja, wir haben hohe Auftragsbücher und es geht voran. Auch nächstes Jahr zweistelliges Wachstum, glaube ich auch, aber wir haben in vielen Ländern natürlich höhere Zinskosten, viele investieren jetzt in moderne Kernkraftwerke, übrigens auch so ein Trend, der kurios ist, gerade aus Sicht der Deutschen, die das einzige einen ganz anderen Weg gehen. Bleibt spannend, aber Solar wird natürlich auch wieder kommen, aber derzeit laufen deutsche Rohstoff-AG, als Öl- und Gasförderer zum Beispiel. Ja, stimmt, das ist auch ein guter Nebenwert. Ja, ich glaube, das echt das große Problem ist, bei uns hier am deutschen Markt, wir haben ja riesige Kapazitäten für Solar und Wind, aber wenn zu viel Energie da ist, wie speicherst du die? Ne? Vielleicht wird er dann wirklich, ich weiß nicht, wie effizient das dann ist, ist ja das Problem, aber wenn man dann mit riesigen Solarparks dann irgendwie Wasserstoff erzeugt und den dann irgendwie ins Netz einspeist, könnte ja auch sinnvoll sein, um dann wieder, keine Ahnung, von 2G Energy die Blockheizkraftwerke zu betreiben, so in die Richtung das zu machen. Ne? Also das könnte mal irgendwann ein Thema werden, aber ja, es ist... Ja, mir hat jetzt der Verbio-CEO mal gesagt, da war da gerade sehr ehrlich an dem Tag und auch sauer, weil viel gepuncht, dass Biogas offenbar aus China kommt nach Europa, vermeintlich Bio, aber dann eben doch nicht. Und da hat er sich aber darüber beschwert, zu Recht, und auch mal gesagt, nach Wasserstoff befragt. Für ihn ist es wie, wenn man
in Champagner badet. Man kann es machen, es macht halt nicht wirklich Sinn. Also was er damit sagen will und was, wo er auch recht hat in den meisten Anwendungsfällen, ist es einfach sehr teuer und ineffizient. Das darf man nicht vergessen. Es mag immer Fälle geben, wo Strom sozusagen gerade im Überschuss da ist, aber auch das ein Trend, wo es sehr sinnvoll war, flexibel zu sein, umzudenken, wenn der Trend eben bricht und dann das einmal von der Seitenlinie anzugucken, Thema Wasserstoff, bevor man dann auch wirkliche Zahlen sieht, belastbare Zahlen sieht und man sieht, es kommt doch ins Laufen. Ja, das war ja das große Problem bei den ganzen einst gehypten Aktien zu Nullzinsen mit Neil und Ballard Power, ITM, Plug, ne? Alles eine Story, die sich gut angehört hat, aber immer Verluste höher als Umsatz, das kann halt auch nicht ewig gut gehen. Nee, jetzt nicht mehr, ja. Und im Endeffekt hättest du mit Linde den besten Schnitt gemacht. Ja, genau. Ja, der langweiligste. Wahnsinn, wie die gelaufen sind, ja. Genau. Also, Linde und Erdi Creed. Super, oh, ja, genau, top. Ich glaube, dann sind wir soweit sogar durch. Da haben wir hier ordentlich was abgerackert, würde ich sagen. Hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet auch das ein oder andere mitnehmen. Und das nächste Interview führen wir dann im Metaverse wahrscheinlich, gell, mit den neuen Brillen. Dann testen wir das mal live aus, ja, und gucken, wie das funktioniert. Oder in der Drohne, mal schauen. Ja, oder in der Drohne, wollte ich gerade sagen. Genau, einer, ja, von euch passt mit rein, passen nur zwei rein. Aber mit Brille fände ich ganz cool, wenn der Micha immer wieder irgendeinen Geldverbrennungstipp gegeben hat, dann kann ich ihm direkt an die Gurgel springen, dann im Metaverse. Nee, das finde ich ja eigentlich mal ganz interessant. Ihr dürft gerne in die Drohne gehen, ich bleibe dann hier zu Hause und komme dann mit einer VR-Brille. Aber ich steige in die Drohne, steige ich nicht ein. Top, sehr cool. Vielen Dank, ja, dass du da warst. Und da wünsche ich uns mal viel Glück in diesen doch Zeiten, wo es schon einfacher war, aber der nächste Trend kommt bestimmt, der wird richtig funktionieren. Auf jeden Fall, ja. Top, danke euch und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.